Michael Henke, Werder Bremen heute zu Gast. 2:0 am Ende für den FC Ingolstadt. Wie groß war der Felsen, der dir mit Abpfiff der Begegnung vom Herzen gefallen ist? Ich habe versucht, unseren Zeug war Glatze vor dem Spiel zu beruhigen. Wir sagten, mach dir keine Gedanken, das wird ein ganz sicheres 1-0. Hat er gerade noch geflaxt, was war los mit 2-0? Hast du nicht richtig gelegen? Ja gut, das erste Tor habe ich nicht so ganz in meiner Planung gehabt. Aber wenn der Elfmeter kurz vor Schluss, wäre das dann richtig passend gewesen. Nein, dass es ein ganz enges Spiel würde und dass wir da sehr viel für arbeiten müssen und auch ein Kampfspiel wird, das war von vornherein klar. Gut, dann kamen jetzt die Wetterbedingungen noch dazu und der Platz und so weiter. Aber ich mag sowas. Ich finde, das zeichnet eine Mannschaft aus, wenn man auf die Art und Weise seine Punkte gewinnt. Der Teamgedanke ist ja beim FC Ingolstadt ja immer sehr groß geschrieben. Das hat man heute auch wieder gesehen. Kurzfristige Ausfälle. Christiansen, Morales werden aufgefangen. Andere Jungs springen in die Bresche. Lescano muss runter. Lukas kommt rein, trifft. Macht das die Schanzer in dieser Saison besonders stark? Ja klar, wir können ja nur über die mannschaftliche Geschlossenheit im gesamten Kader kommen. Das ist klar, da legen wir auch großen Wert drauf, da achten wir auch drauf unter der Woche, dass da alle gemeinsam versuchen, die Ziele zu erreichen, weil wir genau wissen, wir kommen mit 11 Mann nicht aus. Und das gelingt uns im Moment ziemlich gut. Und man sieht ja auch bei Werder Bremen, was für Hochkaräter dort in der Mannschaft stehen, alleine ein Pizarro und auch andere. Das sind schon richtig gut besetzte Mannschaften und die muss man dann eben versuchen, gemeinschaftlich niederzukämpfen. Niedergekämpft habt ihr sie, vor allen Dingen in der zweiten Etage in der Luft. Das war ja sehr beeindruckend. Viele große Spieler bei Werder Bremen, viele kräftige Spieler, aber der FC Ingolstadt 04 hat super dagegen gehalten. Habt ihr die Mannschaft da speziell darauf eingestellt, auf diese hohen Bälle von Werder Bremen? Ja klar, wir haben vorher gesagt und das auch trainiert unter der Woche, dass wir zwar hinten lange Bälle rausschlagen können, aber dann, wenn wir an der Mittellinie sind, wenn wir in der gegnerischen Hälfte sind, dann müssen wir versuchen, flache Bälle zu spielen, zu kombinieren, was wiederum den großen Spielern dann nicht so gefällt. Ist nicht immer gelungen, aber wir haben es versucht, wir haben den Plan gehabt und ja, insgesamt sind unsere Dinge auch aufgegangen. 29 Punkte jetzt, 9 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Mal Hand aufs Herz, guckt ihr da schon auf die Tabelle oder sagt ihr nach wie vor Spiel für Spiel, bis am Ende die Messe gesungen ist? Hoffentlich positiv für den FC Ingolstadt 04. Ja gut, ich habe nach dem Augsburg-Spiel gesehen, Jungs, wir müssen jetzt, haben wir 26, wir müssen möglichst schnell an die 30 Punkte rankommen. Ja, das muss das Ziel sein und gut, das haben wir jetzt heute geschafft, schon relativ früh, denke ich. Ein Spiel dazwischen, wo wir nichts geholt haben. Und jetzt kann die Maßgabe nur lauten, schnell über die 30 zu kommen, weil dann sieht man schon langsam Land in Sicht sozusagen. Und ich glaube, die Mannschaft wird genauso fokussiert weiterarbeiten. Und klar, wir sind noch nicht durch. Wir haben einen großen Schritt heute gemacht, wenn man auch die Abstände sieht nach unten. Aber wir sind noch nicht durch. Wir müssen ganz konzentriert weiterarbeiten. Dafür wünschen wir alles Gute und viel, viel Erfolg. Dankeschön. Roger, 2:0 gegen Werder Bremen heute gewonnen. Wie wichtig waren diese 3 Punkte heute? Ja, das ist ganz wichtig. Von uns, wir haben zu Hause 3 Spiele, 3 Siege. Ist es wichtig, wegen Unterau wegzugehen. Aber heute war Carsten, unser Mannschaft, war richtig gut. Nasskaltes Wetter, ein richtiges Kampfspiel, war vor dem Spiel ja auch schon angesagt. Wie hat es sich auf dem Platz angefühlt? Ging ganz schön zur Sache, oder? Ja, wir haben schon gewusst, die robuste Mannschaft wie Werder Bremen. Und die Wetter auch war ein bisschen heute so kalt. Und dann war richtig gut gemacht. 19 Minuten Kampf, wir waren schon das gemacht. Aber wir waren schon zweite Liga, schon dieser Kampf. Und dann wir kann schon. Von Werder Bremen 6 Spieler über 1,90 Meter. Da ist es natürlich in der zweiten Etage, geht es dann eng zur Sache. Aber du hast dich gut durchgesetzt in Kopfballduellen. Wie war das so, gegen Westergaard und Co., sich da durchzusetzen? Ja, hieß es besonders. Ne? Die Mannschaft 1,19 Meter, das ist unglaublich. 5, 6 Spiele. Aber wir haben eine tolle Situation gemacht. Und dann, ja, das ist Fußball. Jetzt geht es nach Hamburg. Was habt ihr euch da vorgenommen? Genau, wir haben noch die nächsten 3 Spiele, ist wichtig für uns. Alles gegeneinander, so Hamburg, Köln und Frankfurt. Und dann wir müssen unser Spiel machen, auswählen und dann schauen wir mal. Viel Erfolg dabei. Dankeschön. Almar Cohn, wie groß ist die Erleichterung nach diesem Heimsieg gegen Werder Bremen? Wie groß ist die Freude? Ja, es ist richtig groß. You know? Wir kommen heute zum richtigen Spiel. Und wir kennen, wie wir müssen die Distanz halten von Bremen.
Und ich denke, war nicht so großer Fußball, aber war richtig Kampf und ganze Mannschaft arbeitet auch zusammen. Und wir haben richtig stolz auf ganze Mannschaft heute. Den Kampf hat vor allem das Publikum auch belohnt, immer wieder das Publikum da gewesen, um euch zu unterstützen. Du hast es auch immer animiert, habe ich gesehen, dass die Leute euch unterstützen. Wie wichtig ist das, die Unterstützung der Fans für euch? Ich denke, unser Fans ist jetzt richtig für uns. Die vom Spiel zum Spiel, die gewonnen auch viel, viel besser wie uns als Mannschaft. Und es ist jetzt richtig stark, wenn du gekämpft und jede Kretschen und unser Fans hinter uns und schraubt so laut für uns. Und ich denke, das war so richtig, das Spiel heute. Du gesehen auch jetzt in der Kabine, ganze Mannschaft, wir haben richtig erfreut. Und das ist Wahnsinn, richtig. Ich bin so stolz und unsere Mannschaft. So schwerer gespielt, es war nicht so schöner gespielt, viel lange Bälle und Zweikampf. Und Platz war nicht so gut und viel Wind, aber 3 Punkte. Ich denke, wie verdient für unser Kampf. Wir verdient dieses Spiel zu gewinnen und ich bin richtig freut um unsere Mannschaft. Wir sind auch sehr, sehr stolz auf dich. Almog, du bist ja nicht körperlich nicht ein ganz so großer Spieler, hast heute im zentralen Mittelfeld gegen richtige Türme da zu tun gehabt. Vestergaard hat zuerst auf der 6 gespielt. Wie schwer ist das, gegen solche Hirten sich durchzusetzen? Ja, ich denke klar, wenn der Ball ist viel am Luft, dann ist es für ihn viel besser. Aber ich denke, es ist nicht so, wenn du bist 2 Meter oder 1,7. Ich denke, welcher Spieler will mehr zu gewinnen den Ball, denn dieser Spieler gewinnt den Ball. Und ich denke, Spieler, wenn mehr wollen zum Sieg oder zum Gewinn, jeder Zweikampf, dieser Spieler in Hände gewinnt mehr Bälle denn der andere. Ist egal, wenn du körperlich größer oder starker. Man hat gesehen, der Wille war sehr, sehr groß. Jetzt ist erstmal ein bisschen Feiern angesagt, aber dann geht es schon weiter. HSV nächste Woche. Was erwartest du dort für ein Spiel? Ich denke, jetzt vielleicht heute, wir haben noch ein bisschen Feier für diesen Sieg. Aber ab morgen, wir müssen konzentriert. Wir kennen diese Bundesliga ist nicht so einfach. Jedes Spiel, wir müssen kommen 100%. Und die ganze Mannschaft zusammen, Arbeit hart. Und jedes Spiel ist, wie kennen Sie es, ist ein neues Spiel. Du kennst nicht, ich sage, letzte Woche ich gewinne gegen Bremen, jetzt ich habe ein bisschen mehr und besser gefühlt. Wir kennen es, was kann passieren, wenn wir kommen mit zu viel Selbstvertrauen. Wir müssen unser Ding machen und ich denke, wir kommen zum Gewinnen gegen jede Mannschaft. Viel, viel Erfolg dafür. Vielen Dank.